Hallo meine Freunde, willkommen zu einem weiteren Replay. Ja. Und zwar Simulator-Schlacht wieder einmal. Diesmal in meiner BF-109 G6. Oh, ich glaube jetzt... Ja, jetzt habe ich gerade FPS-Probleme, weiß nicht wieso. Jedenfalls bin ich hier abgehoben. Das ist jetzt übrigens Enduring Confrontation. Und zwar... Ja. Enduring Confrontation für Battle Rating 5.3, glaube ich, ist die G6. Was weiß ich. Ja. Natürlich bin ich jetzt erstmal hier geflogen. Und... natürlich muss man aus meiner Sicht, ich glaube nicht, dass ich, ach doch, da war ich reingezoomt und habe diesen Punkt verfolgt, der hinten zu sehen ist. War ein Verbündeter. Konnte ich halt nicht sehen, weil im Simulator ist es ja so, dass erst auf knapp 1 Kilometer oder besser gesagt 900 Meter, dass da die Marker angezeigt werden. Aber ich habe den dann, glaube ich, sowieso verloren. Aus meinen Augen und habe mich dann auf was anderes fokussiert. Genau das. Und zwar habe ich hier diesen Bomber gesehen und ja, ich habe ihn halt da so ein bisschen gesehen. Und dann aus den Augen verloren, glaube ich. Und dann habe ich ihn wieder gefunden. Und noch ein anderes Flugzeug dahinter. Ich konnte aber nicht ausmachen, ob es Freund oder Feind ist. Aber da es so hinterm Bomber war, war es klar, dass es ein Verbündeter sein muss, der auch versucht, ihn abzuschießen. Also, jetzt bin ich erstmal da schön hingeflogen. Schön, wie man es nicht machen soll, bin ich genau von hinten hingeflogen. Und da habe ich natürlich schon geraucht. Also, und dann habe ich ihn halt ein bisschen gut getroffen und abgeschossen. Und der wird jetzt gleich zu Boden gehen. Und ja. Das Problem, das ich halt hatte, was man hier jetzt nicht sieht, ich war halt leicht beschädigt. Und deswegen bin ich jetzt auch wieder zurück zur Base geflogen, wenn ich mich richtig entsinne. Ja. Ich habe meinen Motor wirklich noch gepusht, hart ein bisschen, damit ich noch zur Base komme. Und natürlich bin ich nicht extra auf den kurzen Runway gegangen, sondern ich glaube, das hier ist der längste. Dann bin ich halt hier gelandet. Ein bisschen mit meinen Kanonen verlangsamt, bin ein bisschen schnell gewesen und deswegen erst war spät am Runway eingetreten. Das sieht nicht so schön aus und das sieht schon besser aus. Ja. Und dann hieß es halt reparieren und dann wieder abheben. Bin ich hier ein bisschen rumgeflogen. Habe bemerkt. Zumindest glaube ich, dass ich das bemerkt habe irgendwo. Da ist ja wieder ein Flugzeug. Ein feindliches wahrscheinlich, weil die werden hier nicht von der Flak abgeschossen. Die, also zumindest nicht über der sowjetischen Flak, die hier über ist, aber die wird jetzt gleich auf mich schießen. Zumindest habe ich Schüsse gehört und war mir nicht sicher. Aber ich habe mal geschätzt, dass auf mich geschossen wird. Ja. Dann habe ich eben irgendwo ein Flugzeug gehört. Frage ist jetzt, wo ist dieses Flugzeug? Und aus meiner Sicht habe ich mich erstmal umgeguckt und habe dann da
mein feindliches Flugzeug gesehen, habe es jetzt wieder verloren und dann wieder gesehen. Da habe ich ein bisschen Probleme gehabt, weil ich fliege eigentlich mit Maus und sich da umzugucken ist dann auch nicht immer das Einfachste. Jedenfalls habe ich den gesehen und habe mir gedacht, das ist wieder ein Bomber. Ich habe gerade schon einen abgeschossen, das wird ein Easy Kill. Ja. Das dachte ich. Dann passierte das, der hat mich noch ein bisschen gut getroffen. Und ich, weil ich ja so schlau bin, bin eben weitergeflogen. Und anstatt, dass ich reparieren gehe oder irgendwas, weil mein Schaden war ja noch nicht allzu groß, bin erstmal noch eine kurze Runde gemacht, um mich wieder hinter den Bomber zu setzen. Und dann ein fataler Fehler. Ich habe zwar stark auf ihn geschossen und ihn sicher ein bisschen beschädigt, leider nicht so stark, um ihn tatsächlich zu vernichten. Und das Problem, das ich eben hatte, also er hat jetzt erstmal seine Bomben über unsere Basis abgeworfen, das konnte ich nicht verhindern. Und mein Problem, der Motor hat es nicht durchgehalten. Tja. Und weg war ich. Also bin ich nochmal gespawnt. Wieder ein bisschen geflogen. Und genau, ich glaube, jetzt war das, wo ich so entweder jetzt oder das danach. Ne, das danach. Weil diesmal ich sehe natürlich wieder denselben Bomber da langfliegen, oder zumindest glaube ich, dass es immer derselbe Spieler war. Naja, jetzt wo ich ihn einmal nicht gekillt habe, ist es sehr unwahrscheinlich, dass es dasselbe ist, aber davor, weil ich habe ja einen gekillt. Also, natürlich, ich bin ziemlich schlau und fliege wieder genau hinter ihm. Ja. Ein glücklicher Schuss auf seiner Seite. Und natürlich auch dumm, dass ich genau hinter ihn geflogen bin von mir. Und ein letztes Mal wollte ich noch wen abschießen, damit ich meine Bilanz, also von wie viel Geld ich kriege und wie viel Geld ich verliere durch die Reparaturen, das wollte ich noch ein bisschen gut machen. Und jetzt sehe ich eben da ein feindliches Flugzeug. Und ich wollte drauf schießen. Ich glaube, ich habe ihn auch gleich getroffen, deswegen hat er auch gerade ein bisschen zu rauchen begonnen, aber ja, weiß nicht. Dann war es eben so, dass ich hier, ich habe das tatsächlich, glaube ich, gar nicht aus meinem Kopf gesehen, dass der da von der Seite kam. Ich habe das gar nicht gemerkt. Also er hätte mich schon abschießen können. Ich war da ja jetzt auf dem einen dran, damit ich den von meiner Tempest darunter kriege. Also von unserem Verbündeten wollte ich den da eben runterkriegen. Unser Verbündeter hat auch schon ein bisschen Rauch gemacht, um zu zeigen, dass wir ihm helfen sollen. Und ich war ja auch hinter der, ja. Ja, ich war da ziemlich knapp hinter. Aber ich konnte halt nicht gut helfen. Und als er dann so nach links gedreht ist, habe ich ihn auch verloren. Und dann war es eben so, aus meiner Sicht, da ist wieder irgendwas vorbeigeflogen. Und den da habe ich, glaube ich, gar nicht gesehen. Den habe ich nicht gesehen. Ich habe gar nicht gemerkt, dass da noch einer ist. Ich habe nur den hier gesehen. Und ja, habe nicht gemerkt, dass da eigentlich schon wer hinter mir ist. Also, aber jetzt war er halt wieder hinter dem her. Das wusste ich nicht. Und ich glaube, ich habe mich jetzt auch dann langsam vom Ort des Geschehens entfernt. Oder nee, ich habe es dann noch gesehen. Wollte da auch noch mit. Ja. Bin dann umgedreht, um zu sehen, dass die es geschafft haben, ihn abzuschießen.
Und ich glaube, dann, was ich gemacht habe, ich habe natürlich wieder versucht, einen Bomber abzuschießen und bin dabei gestorben. Ja, das war, naja, es war halt etwas. Naja. Und das war's auch dann für das Replay. Ich habe 7000 Forschungspunkte bekommen, also das ist für mich übertriebenst viel und deswegen freue ich mich, dass ich so viel bekommen habe. Ich habe zwar einiges an Geld verloren. Ja. Und ich zeige euch gleich noch eine andere Aufnahme. Da habe ich nicht kein Replay, sondern da habe ich wirklich direkt aufgenommen im Spiel, damit man auch ein bisschen sieht, wie ich geflogen bin. Und ja, es ist ein bisschen Scheiße in dem Match passiert, aber das wird man ja gleich sehen. Also, bis gleich. Okay, also. Ich bin hier jetzt in einer normalen Schlacht drinnen. Wie man natürlich auch sehen kann. Ich werde jetzt kurz mal ein bisschen erzählen, was ich in der Schlacht denn so gemacht habe, wie ich dabei geflogen bin. Und ja. Also natürlich müssen wir erstmal spawnen. Und dann hebe ich erstmal ab, das ist jetzt halt ein kurzer Prozess. Also dazu kann ich jetzt nicht viel sagen. Ich glaube, jeder sollte wissen, wie man hier abhebt, nicht wahr? Ja. Erstmal die Klappen auf Start gestellt und langsam die Nase runter gezogen. Und dann ein bisschen schief abgehoben, aber abgehoben. Hier habe ich dann nochmal immer auf Tab geschaut, ob ich das einzige Flugzeug bin oder ob es nicht noch jemand anderes gibt, der ein Flugzeug fliegt. Natürlich rechts unten, wie man sehen kann im Killfeed, direkt mal ein T-34-85 wahrscheinlich selbst gekillt, also mit J ausgestiegen und die IL-2 wahrscheinlich abgestürzt. Ja. Habe ich erstmal einen kurzen Lacher gemacht. Und ja, da habe ich nochmal kurz geschaut. Und was ich auch gerade erst bemerkt habe, das habe ich im Spielen gar nicht bemerkt, rechts neben dem Fahnenkreuz, also ein bisschen darunter, rechts am Armaturenbrett, da ist eine Uhr und die ist tatsächlich auf einer Zeit und die bewegt sich tatsächlich. Ich habe gerade keine Ahnung, ob die Uhr in War Thunder hier tatsächlich die richtige Uhrzeit ist, um die ich dieses Match gespielt habe. Es könnte aber hinkommen, oder? Ja, das könnte ungefähr hinkommen, als ich dieses Match gespielt habe. Ich glaube schon, dass das stimmt. Aber lasst uns nun weniger über die Uhr reden, sondern uns wieder dem Spiel widmen. Ja, hier bin ich dann erstmal ein bisschen auf Höhe angestiegen. Ich wollte ja nicht, dass mich sofort irgendwer abschießt. Auch wenn das ziemlich einfach passieren kann. Und dann habe ich da schon die ersten Punkte gesehen fliegen. Ja. Das. Ja, ich habe halt schon die ersten Punkte gesehen und bin dann erstmal ein bisschen vom Gas runtergegangen. Ich wollte ja nicht, dass ich irgendwie abstürze, in Flatspin komme oder mir vielleicht die Flügel abreiße, sondern bin erstmal so ein bisschen rumgeflogen, hab geguckt, ist das ein Verbündeter oder ein Feind. Habe gesehen, ne, das ist auf jeden Fall ein Sowjet. Auf jeden Fall ein russisches Flugzeug. Also habe ich erstmal ein bisschen verlangsamt und bin dann so gut wie möglich umgedreht, hab den Punkt kurz aus den Augen verloren, aber als er dann über das glasklare blaue Wasser geflogen ist, schnell wiedergefunden.
Und ich habe eben bemerkt, das ist. Also ich glaube, das war jetzt eine Tu, also eine Tupolev. Ich glaube schon. Jedenfalls hat man jetzt gar nicht mehr. Aber auf jeden Fall hat man jetzt noch mehr gesehen, dass das ein russischer Flieger ist. Die haben ein paar Treffer gemacht. Aber mehr auch nicht. Er hat natürlich noch weiter auf mich geschossen. Aber ich bin natürlich sofort abgedreht, da ich nicht abgeschossen werden wollte. Ein kleiner Disclaimer noch eben. Dieses Match habe ich vor dem Enduring Confrontation gespielt, indem ich die ganze Zeit von der Two abgeschossen worden bin. Das heißt, in diesem Match kannte ich noch gar keine Gefahr, da direkt hinter denen zu fliegen. Und das da war genauso ein Feindflugzeug. Und als ich dann nochmal rechts unten im Käfig geguckt habe, sah ich, aha, eine IL-2 hat einen IS-2 gebombt. Interessant, also da fand ich schon lustig. Das fand ich wirklich ein bisschen lustig, dass die sich die ganze Zeit selber töten. Aber ich wollte ja nicht getötet werden. Vielleicht sieht mich ja doch ein Gegner. Wollte ich deswegen nicht getötet werden und bin noch mal ein bisschen auf Höhe angestiegen. Sehe ich da hinten zwei etwas größere Flugzeuge. Das rechte war ein sowjetischer Bomber. Ich wollte noch mal drauf schießen, vielleicht einen Hit machen und dann den Kill dafür kriegen. Tja, hat nicht ganz funktioniert. Ich glaube, ich hätte ihn treffen können. Aber war halt dann doch ein bisschen schwierig, das Flugzeug in die Position zu bringen. Und das, hier habe ich extra nochmal auf die Karte geguckt, ob das eh nicht ein Freund ist. Hab dann geschossen und bemerkt, scheiße, das war eine Henschel. Ich habe natürlich direkt im Chat mich entschuldigt. Und das war jetzt scheiße, denn, also ich glaube nicht, dass es jetzt meine Schuld war, dass er gestorben ist, aber unser Wirbelwind hat ihn dann abgeschossen. Ja. Er hat sich dann noch kurz ein bisschen aufgeregt. Ich habe bisher noch nicht herausgefunden, ob ich ihn schon flugunfähig gemacht habe oder ob er tatsächlich mit der Beschädigung, die ich ihm zugefügt habe, noch weiter fliegen hätte können. Ich glaube, wegen meiner Beschädigung hätte er wieder zurück zu unserem Flugfeld fliegen sollen oder müssen. Aber ich glaube, der Wirbelwind hat ihn dann wirklich. Es war, glaube ich, hauptsächlich der Wirbelwind, der ihn getötet hat. Dann habe ich geguckt, haben wir noch irgendwo ein Flugzeug? Und ja, jetzt hat er gesagt, wie kann man denn bitte nicht eine Henschel bemerken. Dann habe ich nochmal kurz geschrieben, dass ich schon realisiert habe, dass es ein Verbündeter ist, aber erst nachdem ich geschossen habe. Und als ich mir das dann nochmal hier angeguckt habe, als ich auf die Karte geguckt habe, da ist tatsächlich so ein kleines grünes Dreieck gewesen. Aber das habe ich da eben noch nicht gesehen gehabt, als ich da in den paar Millisekunden oder in der Sekunde, in der ich Zeit hatte, nachzugucken. Ja. Habe ich nicht gesehen. War halt auch nicht meine Absicht, auf einen Teamkollegen zu schießen. Ich meine, warum sollte es auch? Es ist ja immer schlecht, einen Teamkollegen weniger zu haben. Jedenfalls bin ich dann wieder ein bisschen rumgeflogen. Hab gedacht, da ist die Stadt. Hab dann auf die Karte geguckt und bemerkt, ich bin schon einigermaßen weit weg davon. Ich kann jetzt wieder umdrehen, ein bisschen an Höhe gewinnen und vielleicht nochmal ein Flugzeug beschädigen oder sogar abschießen.
Und das habe ich gemacht. Ich bin umgedreht. Habe ein bisschen an Höhe gewonnen, nicht allzu viel. Und ich glaube, in diesem Punkt habe ich dann auch wieder ein paar Punkte in der Luft gesehen, ja. Und der Weaselcat, der ja vorhin mit der Henschel geflogen ist, die wir abgeschossen haben, ist nun in seinem Panzer auch gestorben. Und geht, glaube ich, nun aus dem Match raus. Und ja. Da sehe ich eine La, glaube ich. Das ist, glaube ich, eine La. Jedenfalls wollte ich hochfliegen und hinterher habe mir gedacht, nee, den kriege ich nicht. Bin ein bisschen zur Seite gedreht. Und wollte mich halt so dann irgendwo in seine Nähe setzen, sodass ich auf ihn schießen konnte. Hat nicht ganz funktioniert. Ja. Wurde auf mich gedreht. Ich bin runtergeflogen. Tja. Habe mich dann immer umgeguckt, weil ich weiß, ja, da habe ich ihn gesehen. Er ist definitiv hinter mir. Ich habe versucht, ob ich vielleicht irgendwie so drehen kann, dass er mich nur schwer treffen kann. Er will ja seine Munition nicht komplett verschwenden. Hab hier kurz eine Fassrolle gemacht und da ist er auch schon irgendwo knapp an mir vorbei gewesen. Aber die Schüsse waren wirklich knapp. Das hätte fatal enden können. Aber ich habe wirklich versucht, dass ich hier so gut wie möglich ausweiche. Und habe ihn auch immer wieder gesucht, wo er denn jetzt genau seine Position hat, um zu gucken, dass ich ihm keine Option gebe, einmal einen guten Treffer auf mich zu bringen und mich zum Absturz zu bringen. Hinter ihm hat sich währenddessen schon eine verbündete BF-109 angesetzt, die ihn natürlich auch abschießen wollte. Es hätte mich gefreut, hier habe ich kurz langsamer gemacht, aber als ich dann bemerkte, der ist wieder knapp hinter mir, habe ich wieder Gas gegeben. Hier, das war mein Todesurteil. Ich hätte es geschafft, hätte ich die Kurve nicht so weit nach rechts gemacht. Dann hätte ich es geschafft. Ja. Hier gehe ich nochmal kurz durch die Spieler durch und ich glaube, das war's dann. Dann bedanke ich mich fürs Zuschauen und wir sehen uns im nächsten Mal wieder. Bis dahin, ciao.